Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Der Wahnsinn geht weiter. Ich habe euch heute wieder zwei Telefonate mitgebracht, die, naja, komischer wie immer nicht hätten sein können. Wie immer mit der Trading-Abzocke. Die Betrüger, die sind momentan wirklich einfach wahnsinnig anstrengend. Und es rufen immer mehr an. Also irgendwie scheinen die Firmen tatsächlich wie Pilze aus dem Boden zu sprießen. Einfach nur Wahnsinn und sehr, sehr traurig. Andere Anrufe kriege ich momentan leider nicht so viel. Bis gar nicht. Tja, weiß ich nicht. Vielleicht lohnt sich die andere Abzocke nicht mehr. Aber naja, ich wünsche euch erstmal viel Spaß mit diesen beiden neuen Telefonverarschen. Oh, ich habe gedacht, ich spreche mit der Frau Ela Ulrich, aber da bin ich ja wahrscheinlich falsch verbunden. Sie sind der Herr? Ja, der Herr Ulrich. Ach, der Herr Ulrich. Okay, Herr Ulrich. Kann ich bitte die Frau Ella Ulrich sprechen? Nee, die ist abgekratzt. Die ist abgekratzt? Ja. Wie meinen Sie, die ist abgekratzt? Ich verstehe Sie jetzt nicht so gut. Ja, ist verreckt. Gibt's nicht ist mehr. Ist verreckt? Oh, wie traurig. Nö, eigentlich nicht. Ich bin froh, dass die alte weg ist. Aber worum geht's denn? Um Kryptocoin. Ach so. Kann man da Geld verdienen, oder wie? Ja, Sie haben sich ja selber registriert, dann sollten Sie doch nicht eigentlich wissen, worum es geht. Ach nee, die Frau Ella, ja, die verreckt ist. Okay, Die will jetzt nicht wirklich weitermachen, nachdem ich gesagt habe, meine Frau ist verreckt. Wie nett. Und unter diesen Umständen will die jetzt tatsächlich noch Geld machen. Tja, so ist das halt. Dann haben Sie bestimmt finanziell, wie sieht's aus bei Ihnen? Sagen Sie mir mal ganz kurz, ja, jetzt damit ich weiß, ob ich jetzt weiß, dass Sie informieren soll oder nicht. Jetzt sieht's wieder ganz gut aus. Jetzt ist ja die Olle weg, jetzt haben wir geerbt und ja. Ja, geerbt. Genau das, was er hören wollte. Aber schon nett. Die sagt tatsächlich, sie will erstmal wissen, wie es finanziell bei mir aussieht, bevor ich überhaupt eine Information bekomme. Also... weiß ich nicht. Da will die wirklich abstecken, ob sich das lohnt, hier noch weiterzumachen, und tut das ganz offen und ehrlich. Also, ich glaube, betrügerischer geht's schon kaum noch. Haben Sie geerbt? Jetzt sieht's gut aus. Okay, jetzt wollen Sie investieren in Krypto. Nur wenn Sie sagen, das kann man da machen, dann ran damit. Ja, natürlich kann man das machen, denn heutzutage kann man ja sehr viel Geld verdienen online mit Bitcoin. Das wissen Sie ja auch. Sowas habe ich gehört, ja. Okay, also Sie haben Interesse. Also die Frau Ella hatte Interesse gezeigt, aber Sie möchten jetzt, dass wir dieses Interesse an Bitcoin fortsetzen mit dem Onlinehandel und mit der Aktivierung Ihres Handelskontos. Und möchten Sie alleine handeln, selbstständig oder vielleicht mit einem Fundmanager oder automatisch mit einem Roboter, oder wie möchten Sie handeln? Na, was ist denn da besser? Ja, besser ist natürlich automatisch handeln. Das würde ich Ihnen auch gerne raten. Wenn Sie noch keine Erfahrung haben im Onlinehandel, dann automatisch wäre für Sie am besten. Aber Sie können ja natürlich auch selbstständig handeln, wenn Sie schon Erfahrung haben. Haben Sie denn schon Erfahrung? Sie haben mir gar nichts gesagt bis jetzt. Nee, gar nicht. Also habe ich keine Erfahrung. Gar nicht, keine Erfahrung. Okay, dann werde ich Sie weiter informieren. Also, Sie können natürlich mit einer Summe anfangen, Minimalsumme von 500 Euro zum Beispiel. Oder wenn Sie möchten auch etwas, ist ja auch logisch, wenn man mit einer größeren Summe anfängt zu handeln, dass man auch mehr verdient. Und zum Beispiel mit 1.000 Euro, wenn Sie anfangen, online zu handeln, dann können Sie zum Beispiel tagtäglich, so wie sich die Kurse ändern, so um die 50 Euro am Tag verdienen. Was meinen Sie? Ja, und ja, 50 Euro ist ja ein bisschen wenig. Kann man da nicht irgendwie das mal mehr verdienen? Was ich noch fragen wollte, so zwischendurch, tut mir leid, dass ich Sie unterbreche. Frau Ella Ulrich, wann ist Sie denn verstorben? Wann war denn das? Das ist jetzt vor 4 Tagen passiert. Oh, das ist ja noch ganz frisch. Und die Frau Lilly Lips, was ist mit ihr? War das die erste Ehefrau, die verstorben ist? Oder ich verstehe jetzt gar nichts mehr, weil ich melde mich bei Ihnen schon mehrmals und irgendwie, das sind dann immer die gleichen Geschichten, die Sie mir erzählen. Die Frau Lilly Lips kenne ich nicht. Lilly Lips kennen Sie echt? Nee, das sagt das war doch die erste, die verstorben ist. Nee.
Tja, und tatsächlich ist die Lily Lips bei uns nicht verstorben. Kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern, wann wir das angeblich mal gemacht haben. Tja, das wird sie sich wohl irgendwie selbst zusammengesponnen haben, weil aufgefallen ist, dass da wohl noch andere Datensätze rumfliegen, die dann auf der gleichen Telefonnummer landen. Anders kann ich es mir nicht vorstellen, denn ich benutze jedes Mal eine andere E-Mail-Adresse, jedes Mal eine andere IP-Adresse und jedes Mal eigentlich eine andere Telefonnummer. Aber es kann natürlich schon mal vorkommen, dass eine Telefonnummer nochmal benutzt wird von mir und dadurch dann ein Zweiteintrag im System stattfindet. Mit Datenschutz hat das aber wohl nichts mehr zu tun. Wenn ihr jetzt hier auffällt, dass unter dieser Telefonnummer noch andere Kundendatensätze zu finden sind. Tja, das ist auf jeden Fall wieder sehr interessant, dass die sich gar nicht für Datenschutz interessieren. Aber ist ja auch logisch. Ist ja auch ein Betrüger-Call hinter. Oder vielleicht, keine Ahnung, eine Bekannte. Nee, auch nicht. Die kenne ich gar nicht. Und Trevor Osmonek, war das Ihr Onkel? Nee, das sagt mir auch nichts. Aber ich weiß ja nicht, was meine Alte da alles am Computer gemacht und knusper, hat. Und knusprig, was war das? Ja, weiß ich auch nicht. Ich kann Ihnen das nicht sagen. Wie gesagt, ich habe ja gar nichts mit Ihnen zu tun gehabt bis jetzt. Doch, wir haben schon mal was zu tun gehabt miteinander. Denn unter verschiedenen Namen haben Sie sich hier registriert, aber die gleiche Telefonnummer. Das ist ja ein bisschen komisch, denken Sie nicht? Kann ich Ihnen nicht sagen, was da jetzt ist. Da habe ich ja nichts mit zu tun. Was wird hier abgespielt, Herr Ulrich? Oder wie auch immer Sie heißen. Was soll denn das jetzt? Ich dachte, ich kann da bei Ihnen jetzt irgendwie investieren, aber... Natürlich, es geht ja um eine Investition. Aber ich möchte ja wissen, mit wem ich zu tun habe, denn ich kann doch nicht jetzt einfach, Sie zu etwas, informieren und Sie haben irgendwie hier mehrere Identitäten. Nö, ich habe ja nur eine. Nein, haben Sie nicht. Doch, ich bin Gerald Ulrich. Gerald Ulrich. Ja. Okay, weil Sie haben ja die gleiche Nummer eingegeben, mehrmals. Lily Lips, wie gesagt, ich habe ja gar nichts Osmonek, eingegeben. Loris, Knusper, Knusprig und das ist überhaupt gar nicht witzig. 5 Minuten, Dankeschön. Viel Spaß noch, schönes Wochenende, Tschüssi. Was ist denn mit Ihnen jetzt nicht richtig? Haben Sie irgendein Problem? Tja, da sind wir wohl aufgefallen, wegen zu vielen Datensätzen bei dieser Firma. Interessant. Aber das Lustige ist, Datensätze habe alle nicht ich bei dieser Firma eingetragen, sondern die Datensätze wurden wohl so nach und nach aufgekauft, da die Charaktere nicht alle mit einmal erfunden wurden. Tja, damit haben wir es wohl wieder geschlossen, den Kreis, und ganz perfekt rausgefunden, dass die ihre Datensätze einfach untereinander aufkaufen. Ja, oder geschenkt bekommen, weil es eh die gleiche Firma ist, wo das gleiche Callcenter nur unter anderen Namen bereits telefoniert hat. Hier haben wir wieder so einen Beweis dafür. Das fällt aber natürlich nur dann auf, wenn man sich da so oft einträgt mit verschiedenen Namen und bei verschiedenen Firmen. Dann kommt das natürlich irgendwann so raus, dass die Datensätze illegal aufkaufen. Ihr scheint es hier erst während des Gesprächs aufgefallen zu sein, sonst hätte sie nicht so angefangen, wie sie angefangen hat. Tja, aber die war ja scheinbar pfiffig genug, das Gespräch wenigstens nach 5 Minuten zu beenden. Ja. Aber sie hat sich ja noch bedankt, dass wir 5 Minuten ihrer Zeit verplempert haben. Machen wir mal weiter mit dem nächsten Betrüger. Mal gucken, ob der genauso amused ist. Hallo. Guten Tag. Bin ich bitte Feiner? Jo. So, freut mich, Sie zu erreichen. Am Apparat. Ich bin dabei, Ihnen weiterhin zu helfen, das Konto zu aktivieren, Herr. Was ist für ein Konto? Ja. Haben Sie Zeit, das Handelskonto zu aktivieren? Ja, was ist denn für ein Handelskonto? Online zum Traden. Was ist mit, das? Mit Kryptowährungen, mit Davismark und Forexmark. Aha, kenne ich nicht. Können Sie das Konto aktivieren, Herr? Ja, was ist denn das? Ich kenne das nicht. Das ist doch Handelskonto, online zum Traden auf der Börse. Da kenne ich mich nicht mit aus. Also, machen Sie keine Sorge. Sie werden einen Berater bekommen oder Sie können auch automatisch handeln. Und was habe ich davon? Also, das Minimalbetrag steht auf 350 Euro, der Berater ist kostenlos, der automatische Roboter ist auch kostenlos. Aha. Und was habe ich davon? Ja. Also, in einem Monat können Sie zwischen 600 und 900 Euro verdienen, mit 250 Euro. Aha. Also, 2 bis 3 offene Positionen werden am Tag geöffnet und geschlossen. Glauben das viele Leute? Ja. Das ist sehr tragisch. Und, haben Sie Zeit, das Konto zu aktivieren, Herr? Okay. Möchten Sie mit einer Kreditkarte einzahlen oder Überweisung machen? Weiß ich nicht. Geht da auch PayPal oder so? PayPal geht auch? Ja. Okay.
Dann öffnen Sie Google Tab. Machen Sie das über Ihr Computer? Dann muss ich das mal anmachen. Okay, machen Sie dann an. Mhm. Benutzen Sie vielleicht Anydesk? Nee, was ist das? Das ist Anydesk-Programm. Also, man kann sich verbinden. Also, ich kann mich mit meinem Computer, mit Ihrem Computer verbinden, damit ich Ihnen dabei helfen kann. Nee. Also, wenn Sie möchten. Wenn nicht, nicht. Nee. Okay, kein Problem. Ist dann Ihre Computer an? Der fährt gerade hoch. Okay. Haben Sie Erfahrungen in diesem Bereich her? Computer einschalten, ja. Nee, mit auf der Börse. Haben Sie bis jetzt gehandelt mit Aktien oder Bitcoin? Nee. Noch keine Erfahrung. Okay. Wenn der Computer angeschaltet ist, sagen Sie mir bitte Bescheid. Ja. Arbeiten Sie was? Was? Arbeiten Sie was? Ich verstehe es nicht. Haben Sie einen Job? Ach so, ja. Arbeiten Sie etwas? Mhm. Und was arbeiten Sie? Sag ich nicht. Wieso? Das spielt doch keine Rolle. Okay. Warum dauert das so viel mit dem Computer? Ich brauche halt zum Hochfahren. Okay. Vielleicht ist er alt, der Computer, schätze ich. Geht. Ist mir vollgemüllt. Sie haben sich vor 2 Monaten sich registriert. Haben Sie bis jetzt keinen Anruf erhalten? Nee. Hm. Sehr interessant. Was denn für Anrufe? Von anderen Firmen. Ich dachte, ich habe mich bei euch registriert. Warum kriege ich denn von anderen Firmen noch Anrufe? Das ist Ihr erster Anruf mit mir? Was? Das ist Ihr erster Anruf mit mir? Ich kenne Sie doch gar nicht. Aber das ist das allererste Anruf von mir. Sie haben von niemandem einen Anruf erhalten. Nicht, von welche Plattformen? Nö, nicht, dass ich wüsste. Okay. Ja, da stellt die nette Betrügerin tatsächlich eine sehr interessante Frage. Ja, und ja, erzählt uns eigentlich schon, dass das Ganze Betrug ist. Denn warum fragt sie mich, wenn ich mich doch bei Ihnen registriert habe, ob ich nicht noch ganz viele andere Anrufe bekommen habe und wundert sich darüber, dass sie die erste ist? Aha. Vielleicht hat es was damit zu tun, dass die Daten sowieso wie, keine Ahnung, wie sonst was durch die Stadt gereicht werden und von jedem Betrüger genutzt werden. Ja, da ist sie wohl selber so ein bisschen verwirrt, warum da der Kunde nicht gleich durchs Telefon brüllt. Wahrscheinlich ist die Firma hier, einer der letzten, die Daten bekommt und kriegt eigentlich nur noch die Schreikunden ab. Tja, so wird's ja laufen, wenn man tausende Anrufe bekommt und das Telefon nicht mehr stillsteht. Aber so ist es in der Tat auch. Einmal registriert und ihr könnt eure Telefonleitung eigentlich genau genommen wegwerfen. Weil dann steht das Telefon einfach nicht mehr still und ihr bekommt mindestens einmal am Tag einen Anruf von irgendeinem Betrüger. Wenn's ganz schlecht läuft, dann, reden wir da auch von 40 Mal am Tag, wenn man es ein kleines bisschen mit der Registration übertrieben hat. Aber schon Wahnsinn, dass die Betrüger das eigentlich selber wissen und sie sogar selber darauf anspielt und sich selber darüber wundert, warum das jetzt hier nicht so ist. Irgendwie alles nur noch verwirrend bei den Betrügern. Ich dachte, meine Kollegin hat sie angerufen, deshalb habe ich nachgefragt. Nee. Okay. Vielleicht war der ganz andere Steiner. Herr Steiner. So, ich hab den Computer jetzt an. Okay. Schreiben Sie MV Martha. Haben Sie ins Telefon gerülpst? Mhm. Sie haben ins Telefon gerülpst, das ist ja eklig. Warum machen Sie sowas? Nein, mache ich das nicht. Ich hab's aber gehört, Sie haben gerade ins Telefon gerülpst. Nee. Doch. Hab ich nicht. Haben Nein, Sie ja sogar bejaht. Nein, ich trinke gerne Wasser. Gerade trinke ich Wasser. Ja, aber Sie haben gerade ins Telefon gerülpst. Haben Sie eben wie Martha geschrieben? Hm. Oh, wie Otto? Ja. Wieso sind Sie denn so langweilig? Ja, sagen Sie doch. Was ist denn da Ihr Problem hier? Nein, doch, das ist ein Vorsicht. Nö. Okay. M wie Martha, O wie Otto, wie ein O wie Otto, N wie Nordpol, C wie Paula, A wie Anton, Y. Nee, jetzt bin ich durcheinander gekommen. Okay. Was haben Sie da eingegeben? Ein M. M. Und ein O wie Otto? Ja. Ein O wie Otto noch einmal? Ja. Ein N wie Nordpol? Ja. P wie Peter? Ja. Paula? Mhm. A wie Anton? Y. Munpei.
Genau. Okay. Was sehen Sie vor? Nur die Google-Suchergebnisse. Mhm. Und du? Klicken Sie auf das erste, mooncake.com. Ja. Tja, und für alle, die es noch nicht wissen, MoonPay ist nichts anderes als ein Geldtauscher. Wie die Dinger, was weiß ich, aus der Kindheit, aus der Bowlingbahn, wo man einen großen Schein reinsteckt und dann viel Kleingeld rauskommt. So kann man sich das mit MoonPay auch vorstellen, nur dass ihr da digital Euro reinsteckt, also Euro drauf überweist, und ihr macht dann daraus Kryptowährung, ihr kauft quasi diesen Coin und transferiert diesen dann an ein bestimmtes Krypto-Wallet. Bedeutet so viel wie, wenn ihr das auf ein fremdes bestimmtes Krypto-Wallet transferiert, dann ist das Geld weg. Denn Krypto ist einfach nicht nachvollziehbar oder fast so gut wie gar nicht. Spätestens nach 2-3 Krypto-Umherschiebungen ist das Geld ganz weg. Dann kann man es nicht mehr nachvollziehen. Allerspätestens dann, in der Regel eigentlich schon nach der ersten Transaktion nicht mehr, da Krypto eben anonym ist oder möglichst anonym. Ja, und das bedeutet, wer da sein Geld bei MoonPay überweist, überweist nicht bei denen auf der Webseite, sondern überweist mit MoonPay auf deren Krypto-Wallet. Und dann ist das Geld einfach weg, beziehungsweise, hat den Besitzer gewechselt. Und ihr könnt das nicht mehr beweisen, weil das Geld eben getauscht wurde in eine fremde Währung oder eben in eine Kryptowährung. Davor warnt sogar MoonPay selbst. MoonPay ist nichts anderes als ein ganz normaler Bezahldienstleister, der legal arbeitet. Die sitzen zwar nicht in Deutschland, ich glaube in Amerika, ist wieder mit Datenschutz eine andere Geschichte, aber prinzipiell gesehen ist MoonPay erstmal nichts anderes als eine ganz normale seriöse Firma, die sogar davor warnt, dass man da keine fremden Krypto-Wallets eintragen soll, sondern nur sein eigenes. Oder man genau weiß, wohin man das Geld überweist. Es kann ja auch sein, dass ihr euch so ein Bitcoin selber kaufen wollt oder einen Teil davon und ihr besitzt ein Krypto-Wallet. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, dass ihr da auch euer eigenes Geld dann in diesen neuen Coin tauscht. Na, also muss nicht mal Bitcoin sein, gibt ja auch andere Kryptowährungen. Ja, aber wenn man das auf ein fremdes Krypto-Wallet tut, dann seid ihr die Kohle los. Sehen Sie, wo steht bei Betrag 300? Nee, wo denn? Bei Krypto vielleicht. Ach da, Okay, klicken Sie drauf. Ja. Jetzt sehen Sie bei Betrag 1000 Euro? Nee, da steht 0. Was steht da? Na 0. Gut, dann geben Sie 1000 Euro. So viel? Ja. Hab ich drin. Okay, und dann fortfahren. Oder geben Sie am besten 5000. Warum? Einfach. Kriegen Sie da mehr Provision? Richtig. Ja, genau. Also wir verdienen von spät, das ist zwischen Kauf und Verkauf. Also jetzt mal ganz im Ernst. Wenn ein Mitarbeiter einfach mal so eben an der Preisschraube dreht und sagt, geben Sie doch einfach 5000. Muss man dazu, glaube ich, noch was sagen? Ich bin schockiert. Die weiß ich nicht. Die redet einfach ganz normal. Geben Sie doch einfach 5000. Und findet es normal. Also welcher normal denkende Mensch überweist einfach mal so am Telefon an irgendwelche Fremden 5000 Euro? Und dann frage ich auch noch, kriegen Sie doch mehr Provision für? Und die sagt einfach ja. Das ist doch einfach nur noch gruselig. Die machen da nicht mal einen Hehl draus, dass das eigentlich alles nur Verarsche ist und finden das tatsächlich sogar noch gleichzeitig irgendwie seriös. Und sobald man sagt, dass das Betrug sein muss, fühlen sie sich ja sofort angegriffen und er kennt ja das, die Geschichte mit dem Hund und der getroffene Hund, der bellt immer, ist logisch. Oh Mann, gruselig. Richten Sie mit 1000, 5000 oder 10.000 anfangen? Schämen Sie sich manchmal ein bisschen? Nee. Das ist Ihre Entscheidung, ich frage Sie. Richten Sie 250, 1000, 500, 10.000, 5.000. Finden Sie das in Ordnung, so die Leute zu bescheißen? Nein. Ja, aber warum machen Sie das denn? Haben Sie mich erkannt? Du scheiß YouTuber. Ich habe dich ganz genau verarscht. Du dachtest jetzt, ich habe jetzt einen Agent, den kann ich gern verarschen, ne? Kostet aber deiner Firma Geld und das Verplempern war ja damit.
Also sowieso verdiene ich Geld, weil ich telefoniere seit 10 Minuten mit dir und jede Minute verdiene ich 20 Euro. Das glaube ich nicht. Tja, und so wendet sich das Gespräch in eine ganz neue Katastrophe. Die hat uns erkannt. Ist ja auch okay, habe ich ja überhaupt gar kein Problem mit. Ich meine, wenn die hier freiwillig anrufen und ihre Zeit verplempern, das tun die ja sicherlich nicht in ihrer privaten Freizeit, sondern garantiert dann, wenn sie auf Arbeit sitzen und verplempern halt eben da ihre Ressourcen. Also Zeit und Strom und die Zeit ist, denke ich mal, auch eher der wichtigste Aspekt. Weil aus den Ländern, wo die telefonieren, kostet Strom kein Geld. Also ja, umgerechnet, Deutschland ist ja das einzige Land, wo Strom Geld kostet. Umgerechnet natürlich, ihr wisst, was ich meine. Aber Wahnsinn. Die rufen mittlerweile tatsächlich einfach in ihrer Freizeit bei uns an, um ihre Zeit ein bisschen zu verplempern. Tja, also gerne, ich hab damit kein Problem. Ich meine, dann haben wir vielleicht jetzt hier kein großes Aufklärungsvideo, um eine neue Masche zu zeigen, aber das ist ja sowieso gerade ziemlich schwierig. Ja, warum nicht? Dann ruft sie halt an und unterhält uns ein bisschen, weil sie zeigt ja hier letztendlich ihr wahres Gesicht. Und ich denke mal, dass das auf jeden Fall ein Schenkelklopfer ist, was sie hier so alles noch von sich geben wird gleich. Ja, glaubst nee, auch. Das ist Quatsch. Müsst du auch nicht glauben. Das glaubt ja aber auch keiner von den Zuschauern. Die lachen dich alle aus. Ja, ja, ja. Eigentlich blamierst du dich nur mit deinem Anruf. Dein Zuschauer, hast du den gekauft, ne? Auf jeden Fall werden die alle nichts mehr bei dir einzahlen. Werde ich nicht mal, bin ich auch nicht dumm, ne? Na doch, scheinbar schon, weil du machst ja so einen Job. Nö. Weil was anderes kannst du ja scheinbar nicht. Nö. Ja, verdiene ich doch Geld. Das ist aber dreckiges Geld. 20 Euro pro Minute verdiene ich. Das glaube ich nicht. Das kriegst du höchstens am Tag. Musst doch nicht glauben. Ich sag's dir nicht. Das kriegst du höchstens am Tag. Ja, ich kenne eure Anzeigen, wie viel Geld ihr verdient. Ich kenne die ganzen Facebook-Anzeigen. Da stehen die Gehälter von euch drin. Das kostet kein Geld. Ich verdiene doch 20 Euro in Minute. Ja, genau. Und du verdienst da für einen Monat 20 Euro von deinem Zuschauer. Oh, herrlich. Goodbye, Show. Betrüg mal weiter goodbye. Die Leute. Du solltest dich was. Irgendwann landest du Sag auch im. Goodbye. Irgendwann Sag landest du damit im Gefängnis. Das schwöre ich dir. Jo. Ja. Kannst du auf deine Mutter schwören? Ja, genau. Du wirst irgendwann deine Mutter. Rechnung noch dafür bekommen, dass du die Leute betrügst. Schwöre auf deine Mutter. Ja. Schwöre. Du wirst deine Rechnung noch bekommen. 20 Euro im Minute, du Ja, Arzt. Bestimmt. Du musst doch nicht glauben. Also, du kannst ja nicht mal vernünftig sprechen. Glaub doch nicht. Mir ist doch scheißegal, was du denkst. Ja, genau. Ich mach meinen Job. Genau, deswegen wiederholst du es ja auch 10-mal, weil es dir scheißegal ist, ne? Und bleib ruhig. Ja, mal ja. Alles tun. Nimm Platz. Du bist Beuder so peinlich. Hund, genau. Ja. Nimm Platz, Hund. So braves Hund bist du ja. Wenn du 20 Euro Gutes die Minute bekommst, wie viel Geld bekommst du denn am Tag? Gutes Hund. Ah, das kannst du also nicht ausrechnen, oder was? Nö, kann ich. Ja, genau. Soll ich dir auch nicht sagen, weil das ist sehr zu viel Geld, in meinen Tag zu verdienen, wie ich. Du bist so armselig. Richtige Arsch haben, so wie mein Job zu haben. Ja, ja. Das ist einfach nur, ist doch einfach nur erbärmlich, was du da machst. Ja. Irgendwann wirst du deine Quittung dafür bekommen, was du machst. Leck mich am Arsch. Das kannst du aber vergessen. Ja. Ich lecke keine dreckigen Frauen, das ist ja ekelhaft. So was Ungewaschenes da am Telefon. Nee. Das ist ja Mundgulli bis hierher. Nee. Doch. Kannst du mich gerne am Arsch lecken. Nee, das wird nicht passieren. Doch. Nein. Doch. Ja, dann komm her. Du verdienst Geld, ich verdiene Geld pro Minute, das ist so geil. Ja, ich verdiene auch pro Minute. Ja, aber nicht so wie ich. Naja, doch, definitiv mehr, weil deine 20 Euro, die stimmen ja nicht. Doch. Muss auch nicht glauben, habe ich dir doch gesagt. Ja, so oft wie du das wiederholst, weiß man ja einfach schon, dass es gelogen ist. Weil wer sowas so oft wiederholen muss... Ja, aber schau mal, du... Genau. Du musst ja nicht glauben. Okay, vielleicht genau. Verdiene ich auch mehr pro Minute. Warum soll ich dir das sagen? Ganz bestimmt. Ich sag dir, 20 Minuten pro Minute verdiene ich. Ganz und bestimmt. Und in einem Tag verdiene ich mehr als 5.000 Euro. Das wünschst du dir, ne? Das wünschst du dir mal, ne? Das wirst du aber nie erreichen in deinem Leben mit dem Job, den du da machst. Ja, ich bin zufrieden mit meinem Job. Ja, irgendwann ist die Kohle ganz weg, weil du dafür noch deine Rechnung bekommen wirst. 20 Minuten!
Minute in 1 Minute. Genau, das glaubt dir niemand. Doch, musst du auch nicht glauben. Muss auch keiner glauben. Und deswegen erzählst du es ja 10-mal, ne? Tja, funktioniert nicht, dass du damit angeben kannst mit deinem lächerlichen Kram. Oh mein Gott. Ist einfach nur peinlich, was ihr da macht. Und ihr solltet euch alle was schämen. Nee, ist gar ist nicht peinlich. Doch, das ist peinlich. Also, hättest du auch das gleiche Job, hättest du auch dir gewünscht zu arbeiten, weil du verdienst so auch Geld, ne? Ich habe ja den gleichen Job, aber nur mit dem Unterschied, dass ich die Betrüger betrüge. Erstmal. Oh, also, du kannst ja schön reden, Mensch. Vielleicht solltest du erstmal vernünftig Deutsch lernen und deine und vielleicht solltest du erstmal die Grundschule und vielleicht solltest du die Grundschule erstmal absolvieren, bevor du überhaupt mit den Leuten sprichst. Weil du kannst dich überhaupt nicht vernünftig wie im Kindergarten. Wie im Kindergarten. Das absolutes Kindergartenniveau, was da von dir kommt. Das ist doch nichts wert, was du da am Telefon erzählst. Das ist doch einfach nur peinlich. Aber du kannst diesen Job nicht arbeiten. Na, warte mal ab. Du hast doch keinen Arsch, diesen Job zu arbeiten. Ja, genau. Du musst sehr viel wissen. Weißt du, so asozial wie du kann kein Mensch sein. Und du weißt überhaupt nicht. Nein. Du bist nichts anderes als asozial, desozialisiert und einfach nur widerlich. Ich bin schlauer. Du bist einfach nur ein abartiges, widerliches Wesen. Nichts anderes als eine Kakerlake. Und du bist definitiv keine schlaue Frau. Du bist eine Kakerlake. Und du bist nicht mehr wert wie Müll. Kakerlake-Party. Oh mein Gott. Einfach und nur wann postest du das Video? Wirst du sehen. Werde ich an alle meine Freunde teilen, damit du ein bisschen Fame bekommst. Vielleicht solltest du dir mal darüber Gedanken machen, dass ich über die YouTube-Monetarisierung sehen kann, wo die Klicks herkommen. Nein. Aber zumindest grenzen wir schon mal den Bereich ein, aus welchen Ländern ihr so herkommt. Bleib doch ruhig und jetzt ruhiger ein bisschen. Du bist ja süß. Jetzt bist du ruhig. War alles gut. Auf jeden Fall reicht's schon für ein eigenes Video. Hast du gut gemacht. So ein Applaus an dich, Steiner. Das macht er immer, wenn er die Leute beschissen hat. Ja. Ja, schön. Danke dann. Vielen Dank. Ich habe sehr gutes Geld verdient von dir. 6 Minuten. Ja, fast 17. Warten wir bis 17 Minuten. Einfach nur peinlich. 20 Euro pro Minute. 20 Euro pro Minute verdiene ich. Das hättest du gerne, ne? Ja. Ganz bestimmt. Ja, so, warten wir jetzt. Noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ja, so ist es halt, ne? Ja, absoluter Wahnsinn. Ist zwar doch kein ganzes Video geworden. Ihr wisst ja, die Pausenzeiten, die schneide ich ja hier immer raus. Demzufolge habe ich ja einfach noch einen zweiten Anruf mit vorgepackt. Aber Wahnsinn, was da so läuft. Einfach immer nur Wahnsinn. Und die hält sich wirklich für schlau. Also hier möchte ich, dass ihr wirklich mal die Kommentare zuspammt und mir reinschreibt, was ihr von der haltet. Sie weiß, was sie macht. Und sie, sie brüstet sich damit noch. Sie hat ja sogar extra für uns geklatscht. Und ihr habt gehört, dass sie so einen ganzen Hintergrund im Callcenter weitergeklatscht hat. Weil die wahrscheinlich alle gerade gedacht haben, da wurde wieder jemand verarscht. So wie es immer so läuft in diesen Callcentern. Einfach nur erbärmlich, traurig und ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Lassen wir es einfach mal so stehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, unterhalten und auf jeden Fall auch aufgeklärt, was da so für Menschen im Callcenter arbeiten. Eins kann ich euch noch versprechen, die nette Dame hören wir hier nochmal auf dem Kanal. Die Welt ist böse, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.